Nintendo! Sorry Leute, Mikrofon war aus. What the fuck? Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt zusammen mit Let's Drago. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist es dunkel, wir haben gerade 18 Uhr und ich friere wie der letzte Rotz. Gut, warte kurz bevor das Video losgeht. 1, 2, 3 und los geht's. Ich krieg erst so sehr, leck mich doch. Warte. So, ein paar kenne ich mich noch auswendig. Das ist der. Lass mich in Ruhe! Ja, stimmt, das kann ich auch. Aber wir müssen schon vorankommen, also jetzt nicht mehr das da. Welche Taste war es nochmal? Ah, ja, starten. Sehr gut aufgefallen. Moment, welche? Das war X ist A. Ich spiele auf dem ROM, im Emulator, deswegen wird es. Das sagt man nicht! Ich spiele auf jeden Fall im Emulator. Moment mal, X, Y, A. Was? Ich kann ja noch gleichzeitig. Geht die Maus? Nein, hallo nein. Leute, die Maus ist im Video. Nein, die Maus kann jetzt weg. Ja, vor wirklich langer Zeit, du liest vor. Ich muss ja nicht lesen. Vor wirklich langer Zeit. Irgendwo im Weltall. An einem dunklen, feuchten. gemieden vom Sternenlicht. Okay, lag ein gruseliger nicht. Planet, der einsam im All schwebte. Handy halt schön die Fresse. Gerade habe ich eine Nachricht bekommen. Seine Bewohner waren gruselig. Ständig warfen sie gruselige Blicke ins All. Ah, sie waren gruselig und warfen gruselige Blicke ins All. Einfach nur gruselige Tagträumer, nicht wahr? Falsch! Sie waren Suchende nach einem neuen Zuhause. Endlich fiel ihr gruseliger Blick auf eine ferne Welt. Ein Land der Schönheit und des Friedens. Das sieht aus wie ein. Die Flagge sieht aus wie ein Planet, würde ich auch sagen. Ja, oder die Hallo? Ihr Blick fällt auf einen Planet. Ja, genau die Flagge. Das ist der. Da ist ein Pilz drauf, ja? Oh. Junger Meister Mario und Luigi. Ich habe eure Ankunft schon voller Ungeduld erwartet. In der Tat befürchte ich, dass die Prinzessin sich nach Spielkameraden sehnt. Oh, die sind doch erst 10! Sie benimmt. Ah ja, sie benimmt sich eher trotzig. Ich sag's dir, gut, sie sind 10. Drück oben auf. Ja, haben wir nicht, um zum Zimmer zu gelangen, wo sie euch erwartet. Bitte geht sofort zu ihr. Ja, 5 Stunden, dann komm ich. Ja, Lukas kennt das auch nur so. Ups. Achso, oh, naja, haben wir schon gelesen. Du sollst damit. Achso, doch. Jetzt hast du wieder was gemacht. Du hast das gemacht. Funktioniert ja sehr gut. Moment, wenn ich den ramme, geht das doch mal? Ja. Also was du schuld. Achso! Ja, lol. Ja, lol, du bekannst ja gar nichts. Ich bin hier der Pro, ja? Mr. Tway, das passt gar nicht zu der Musik. Ja. Nicht pennen! Was soll das? Tohu Wabohu. Was ist mit der Prinzessin? Ja, das ist eine gute Frage. Achtung, kleiner Tipp, das ist nicht Bowser Jr., das ist der Bowser, der. Ich, Prinz Bowser, nehme Prinzessin Peach mit mir. Ihr zwei Babys könnt euch schleichen. Was? Vollkommener Unsinn! Ich glaube eher, ihr werdet nichts dergleichen tun. Engar! Engar heißt das ein. Ich wollte sogar Engarde sagen. Engar! Ja! Du bist dran, Super Windelbo. Super Windelbo. Den Namen trage ich mit Stolz. Moment. Jetzt passt genau perfekt. XX perfekt. Was war?
Ach so, stimmt, das ist eine andere Taste, warte, ich muss hier raus. Hä? Junge, warst du drauf? Ach, S hast du drauf gedrückt. Ja, S. Also, das schneiden wir auf. Ups. Ja, kann man mal verkacken, junger Meister Mario. Nein, will ich nicht. Soll ich euch vielleicht die Action-Kommandos erklären? Nee, wir wissen die. Na, tatsächlich? Nun gut, junger Meister Mario. Ja, ich bin noch nicht... Ich hab das schon mal gespielt. Hab ich noch nicht, meine ich. Du hast es voll gefühlt, die ganze Zeit. Ach, scheiße. Ja, kann ich. Super. Aber da, kritten kann ich. Ei, der Daus. Fast hätte ich es vergessen. Ihr könnt euch auch den Flammen des jungen Bowser... Ja, ich weiß es. Soll ich euch erklären, wie man die ganzen Anfälle immer ausweicht? Nee. Ich glaube, ja. Tatsächlich? Nun gut, junger Meister Mario. Hey, ich hab doch... ich hab doch gedrückt. Ups. Jetzt wird es so früh. Hey! Back! Black! Blage! Ich bin ein Prinz. Ich kann nicht gegen euch verlieren. Doch, anscheinend schon. Was ist gerade passiert? Hallo! Bubu! Ja, okay, das wird ein Schuss. Nein, was passiert da? Nein, was machen die denn da? Ich frag mich, wie das gleich auf OBS aussieht. Wir fliegen nach oben und dann sind die auf einmal ganz woanders. Das Ding ist, der große Bildschirm ist halt von uns der untere und das, was ihr rechts oben seht, ist von uns auch der obere, aber ein bisschen größer, bei euch ist es ein bisschen kleiner. Ach, nur unter dem oberen Bildschirm ist noch, also neben dem großen Bildschirm ist da... Der berühmte Erfinder Professio Igitt, Igitt, hat seine Zeitmaschine fertiggestellt. Die Kraftquelle der Maschine, der erstaunliche Kobaltstern. Enthüllung fand im Pilzpalast statt und wurde von Besuchern aus nah und fern verfolgt. Berichten zufolge war Prinzessin Peach überglücklich über diese Erfindung. In der Tat so glücklich, dass sie sofort zu einer Reise ins Pilzkönigreich der Vergangenheit aufbrach. Natürlich ist ihr treuer Kanzler Toadsworth außer sich vor Sorge. Toast nenne ich den jetzt, ja? Details folgen um 11. Wir haben aber 18 Uhr, hallo! Hallo, wo bleiben die Details? Ah, 23 Uhr meinen die bestimmt. Natürlich. Müssen wir noch ein bisschen hierbleiben, ne? Ich bleib hier keine 5 Stunden. Doch, bitte, Cat. Ich muss sagen, ich bin einfach außer mir vor Sorge. Wen juckst? Kein Grund zur Sorge, meine Maschine ist absolut sicher. Die Chancen für eine Rückkehr der Prinzessin liegen bei 99,99999999%. Oh, Graus! Oh, Graus! Oh, Graus! Toadsworth, wacht auf! Toadsworth! Oh nein, er ist so in Sorge, dass er in Ohnmacht gefallen ist. Mario, ich bin sicher! Toadsworth hat einen Pepp-Pilz in sein Zimmer. Würdest du ihn bitte holen? Wir sind Peppen. Mhm. Direkt Übertragung per Lakito Cam vom Pilzpalast folgt. Okay, die Schwimmbad bringe ich über wirklich, oder? Momentan befindet sich Mario hier. Und der Pepp-Pilz ist hier drin. Im Toadsworth-Zimmer. Oh, übrigens, dieses Symbol zeigt stets Marios aktuellen Aufenthaltsort an. Wirklich? Zwar bewegt sich das Symbol nicht, wenn du dich in einem Raum bewegst, aber wenn du einen anderen Raum betrittst, geht auch das Symbol zu diesem Raum.
Wenn du dich verirrst oder nicht weißt, wo du als nächstes hingehen sollst, oder du einfach nur gerne den Topscreen betrachtest, dann schau hierher und du wirst finden, wonach du suchst. In Ordnung, Mario. Wir zählen auf dich. Oh Gott, die Stimme. Oh yeah. Der Pepphilz befindet sich in einem Block in Toadsports Zimmer. Du kannst ihn... du kannst ihn nicht verfehlen. Um ihn aus dem Block zu kriegen, stelle dich unter den Block und springe. Das funktioniert im Allgemeinen. Wie Mario? Was machen denn deine Sprungkünste? Ja! Von hier aus siehst du die Sachen ganz gut aus. Von hier aus. Von hier aus sieht die Sache ganz gut aus. Viel Glück! Ja! Richtig! Gut, mach ich! Junge! Oh, ups, da war eine Wand. Junge, diese alte Technik einfach. Nee, gönn mal. Oh, Kohle. Digga, wir haben 1 Euro, 1 Cent. Ah, nice. Damit können wir sehr viel anfangen. Ja, das ist wie im Rewe. 1 Cent. Schaffen wir. Ups. Ich hab gedacht, ich werde tot. Oh yeah! Kann man als Mario Protagonist denken, dass du auf einmal der Tod bist? Es ist voll bestimmt, dass du Mario spielst. Nee, ich spiel so tot, denkt sich jetzt Nintendo oder was. Erstmal schlafen. Hä? Verstehe ich hier irgendwas falsch oder? Achso. Ja, Augen aufmachen hilft immer. Von der Block ist das 3 cm neben dir und du erhältst einen Peppels. Ja, weil du den Mikrofonpegel wieder hochgedreht hast. Was will ich? Ja, du. Das hast du schon probiert. Ich kann auch runterstellen. Weil... Touchwort! Nein, irgendwelche damit, letzten Worte? Kann ich deinen Stock haben? Das sind deine letzten Worte. Prinzessin. Doktor, so reden Sie doch. Mann! Frau. Bis sich Touchwort erholen? Ich bin immer noch grausam. Oh, die Prognose ist düster. Ich befürchte, unser lieber Touchwort hat sich in einen Pilzschock hineinbesorgt. Ohne die heilenden Kräfte eines Pepppilzes gibt es nichts, was wir tun können. Touchwort! Ja, Super Saiyajin. Oh nein, nicht das Ding. Hallo? Was macht der für eine Scheiße? Ich hab kurz was gemacht. Aber geht... rausschneiden. Mhm. Werfen wir doch mal einen Blick darauf. Die Zeitmaschine ist nun zurückgekehrt. Aber irgendetwas fehlt. Was mag nur schiefgegangen sein? Oh, Prinzessin! Ah, ne, unten. Oh, Prinzessin, willkommen zu Hause. Euer Majestät, ich war so voller... Wartet! Ich mach hier um, Luigi! Let's go! Meister Mario!
es ist schon einige Zeit seit eurem letzten Kampf vergangen. Benötigt ihr eine Auffrischung bezüglich der Action-Kommandos? Nee. Schön. Nun denn, Meister Mario. Ihr seid der Meister. Ja, das weiß ich. Ich bin der Meister, Drake. Alter, Ei der Daus, fast hätte ich's vergessen. Ihr könnt auch gegnerischen Angriffen ausweichen. Soll ich euch erklären, wie man solcherlei Aktionen ausführt? Nein, das weiß ich. So. Würdet ihr euch dann zumindest für eine Erklärung des Konters begeistern? Konters? Konter. Schön. Nun denn, Meister Mario. Ihr seid der Meister. So ein Bot, du kassierst, Alter. Ist er weg. Junge Luigi ist so ein Bot. Der ist nicht da. Mute. Bin wieder da. Ja, so geil. Und Scheiße. Hätte man auch besser hinkriegen können. Eine 3 wäre ganz gut gewesen. Spur von der Prinzessin! Nein! Diese schreckliche Monster! Bleib! Hallo. Bleib schön ruhig. Der Kerl hat sie nicht verspeist. Noch. Mein DS-Zeitradar zeigt an, dass sich Peach irgendwo im Pilzkönigreich der Vergangenheit befindet. Zeitradar! Das hast du dir doch gerade ausgedacht! Woher ist denn dieses Monster plötzlich gekommen? Das weiß ich nicht. Und da die Zeitmaschine angeschlagen zu sein scheint, können wir es auch nicht so einfach herausfinden. Wie war das? Bleib ruhig und sprich langsam. Ein seltsames Loch hat sich im Garten aufgetan? Es ist möglich, dass die Rückkehr der Maschine Löcher im Zeitkontinuum gerissen hat. Auf zum Garten, Leute! Ja, genau. Ah, Luigi, bist du auf dem Weg zum Garten? Oh yeah. Willst du nicht lieber warten und dieses Ding bewachen? Um zu verhindern, dass es noch alle Anwesenden verschlingt? Oh no. Feigling. Oh, ich verstehe. Wenn du das nicht willst, kann ich dich kaum dazu zwingen. Aber wer weiß, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht musst du dich noch viel schrecklicheren Dingen stellen. Leute, denkt an zurück in die Zukunft. Weil ihr wisst nie zu viel über eure Zukunft, ja? Oh hey, sag mir, sind deine Sprünge schon so gekonnt wie die von Mario? Denn er ist der Beste! Eigenlob stinkt. Jetzt musst du irgendwann den Satz drücken, ich weiß jetzt nicht mehr was da. Ein S? Nee. Lol. Hab kurz. Was ging ja? Ah, Z. Willst du mich verarschen? Junge. Z, Yeah, verstehe mich nicht falsch, aber verglichen mit Mario war das... Nun ja, wie soll ich es ausdrücken? Unterwältigend. Ich wusste nicht mal, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Ich hab's so oft gehört. Verstehst du, was ich meine? Zeig ihm, wovon ich spreche, Mario. So geht das. Boom. Mal ernsthaft, Luigi, versuch doch mal, wie Mario zu spielen. Ey, das hat sich ja doch niemals so aufgeschrieben oder so. Du musst intensiver daran arbeiten.
Wow, das war super! Der Sprung war großartig! Damit kommst du sogar an Mario ran. Ah ja. An Mario ran? Wow! Ich hab nichts weiter, ich gedacht, jetzt kommt er damit. Ihr seid wahre Brüder. Hey, jetzt aber nichts wie auf zum Garten. Aber erstmal muss die Aufnahme beendet werden. Jetzt schon. Nein. So Leute, ich verabschiede mich. Ich dran, hallo. Also, entschuldigt. Ich und das grüne Monster verabschieden uns von diesem Video. War ja Drago, sorry. Let Drago und ich verabschieden sich von diesem Video. Hallo. Ich bin lost gerade, warte. Ja, ich mach's jetzt. Bis dahin. Leute, lasst ein Abo da, Like, Glocke und ciao.